Hey, I'm Axel Primavesi, and I'm exploring Europe's most scenic train rides. I played with my toy trains as a child, and the steam locomotives were always the ones that I loved most. That is why I couldn't wait to spend a day here at the Rigi Railway, in the heart of Switzerland. It's the last steam train in Europe with an upright kettle, and the first mountain railway in whole Europe. Do you know what an upright kettle is? I don't. But I will find out. And I have the chance to ride on the locomotive. Maybe they even let me pull some levers. But at first, I have to get a uniform. So now I'm ready for the ride. And these two gentlemen are letting me ride with them. Hallo, ich bin Axel. Axel, freut mich. Hallo. Erik, freut mich. Martin. Ich freue mich auch. Heute darf ich mitfahren. Jawohl. Aber bevor es losgeht, müssen wir erst noch ein paar Sachen erledigen, oder? Genug zu tun. Okay, los Zeit geht's. Läuft davon. Okay. Where there's steam, there must be fire. I can help out fireman Eric Gauthier with that. Der Kolben und der Schieber müssen geschmiert werden. Und das ist ja unter Dampf, also es hat 150, 180 Grad. Okay. Da brauchst du ein spezielles Öl. Jetzt zudrehen? Genau. Der gut schmiert, der gut fährt. Also, jetzt fängst du vorne an. Ja. Und überall, wo es so Löcher hat, Schmierlöcher, ja. Schmierbecher, füllst du das auf. Du findest sie im Schlaf, oder? Ja, ja. Wobei, in der Regel schlafe ich nicht beim Schmieren. Wie viel Liter Öl gehen da so rein pro Tag? Ja, da reicht einer. Wunderbar. So, was ist das Nächste? Wenn wir genug Druck haben, fahren wir los. Okay. Das hier ist die Druckanzeige. Da kann ich sehen, wie viel Druck im Kessel ist. Jetzt haben wir hier 2,89. Wo müssen wir hin? 13 müssen wir erreichen. Okay. Und das schaffen wir noch. Schaffen wir noch. Sehr ja, gut. Dann warten wir. Genau. And we've made it. But to get the old steam engine made in 1873 out of the depot, we have to put all our bags into it and push. Was bedeutet es, stehender Kessel? Ja, man sieht ja, der Kessel ist nicht liegen wie bei den meisten Dampflokomotiven, sondern aus Gründen des Wasserstands wurde das früher als stehender Kessel gemacht. Das ist nicht so heikel. Wasserstandsschwankungen in der Steigung. Man hat dann relativ schnell gemerkt, dass es andere Lösungen gibt. Aber es ist einfach das typische Beispiel der ersten Rigibahn-Lokomotive mit dem stehenden Kessel. Kennt eigentlich jedes Kind. Fahren bitte. Fahren bitte, ja. Now I have to get down to business. My job is to guide the 12-ton locomotive with its cars hooked up into the station. Without passengers, of course. Thank goodness Martin Horrat gave me a brief explanation of how to do it. And he watches my every move. I've never done anything like this before. Made it. Wofür ist diese Schiene in der Mitte hier gut? Ja, das ist unsere Zahnstange. Wir sind eine Zahnradbahn. Bei uns läuft der Antrieb und die Bremsen alles nur über die Zahnstange. Das Zahnrad vom Triebfahrzeug greift ein und das gibt einen sicheren Halt. Weil auf dieser Steigung von 200 oder 250 Promille würde das Adhäsion mit den Rädern nie halten. Bei uns haben die Räder nur tragende Funktion. Das heißt, ohne Zahnrad käme der Zug den Berg gar geht nicht auf, ja. Weil genau. Es viel zu steil ist. Jawohl, ja. Okay. Now it's time for the train to depart, with passengers on board. For them too, it's a fascinating experience. This locomotive only pulls the train on a few days out of the year. Normally, modern trains are in service on the route. It runs in the middle of Switzerland. Our journey begins at Goldau and takes us up Rigi Peak to Rigi Kulm. Afterwards, we head down to the other side, to Fitznau at Lake Lucerne. I have time to enjoy the view. Obviously, I'm not allowed to operate the train myself, as long as passengers are on board. Mm-hmm.
Here in Switzerland, the Rigi Mountain is called the Queen of the Mountains. The reason is simple, the beauty of the mountain and its position at the beginning of the Alps. Tourists have come here since the beginning of the 19th century, long before the railway was built. And the first hotel opened up on top of the mountain at that time. If you were rich enough, you could even hire people carry you up on top of the mountain in a palanquin. In 1871, the railway opened up, and at that time it was the first mountain railway in Europe, and it was a real sensation. I'm not allowed to drive the locomotive with passengers on board, but nothing keeps me from shoveling coal. Die Maschine wurde uns für 4,5 Kilometer gebaut. Kilometer Geschwindigkeit. Und was machen wir jetzt? 6,5. Wir sind vom Fahrplan her auch ein bisschen eng dran, oder? Okay. Du musst irgendwie immer laufen. Nur wenn es optimal läuft, kriegst du das hin. Okay. Er muss optimal heizen und ich optimal fahren. At last, we arrive at the top of Rigi almost on time. The view is impressive indeed. As a trainee engineer, I don't get a break. So obviously I'm the trainee here today, so this is what I gotta do, cleaning the locomotive. Erik, warum ist es so wichtig, die Lokomotive jetzt so zu putzen zwischendurch? Also erstens, dass sie schön aussieht. Also vielleicht denkst du, jetzt ist es übertrieben, was wir da machen, aber wenn du jetzt mit der Putzlumpe schön putzt, oder merkst du oder spürst du vielleicht, ob eine Schraube los ist, oder? Okay. Also die muss glänzen und dann kontrollierst du, ob alle Schrauben ganz fest sind. Ich habe noch keine Lokere gefunden. Sehr gut. Now we start heading back down the mountain. When our locomotive number 7 is trundling along, all the other trains on the route have to make way for it. Wenn's jetzt so steil runtergeht, wie funktioniert das dann mit den Bremsen? Also als Beharrungsbremse haben wir die Rickenbachsche Gegendruckbremse. Da funktioniert die Dampfmaschine wie ein Kompressor. Luft ansaugen, komprimieren und dosiert ablassen. Und dadurch wird Gegendruck aufgebaut und so gebremst. Genau. Kann ich die regulieren, ist mehr oder weniger verschleißfrei. Plus eine Notauslösung, wenn wir zu schnell fahren. Und dann stoppt ruckartig. Ja, ziemlich schnell. Das will keiner. Das möchten wir jetzt nicht vorführen. The slow pace is all the better for enjoying the spectacular view of the Alps. 2021 is the 150th anniversary of the Rigi Railway. The locomotive was restored and put back in service especially for it. About an hour after leaving the top of the line, we arrived at Fitznau station on Lake Lucerne. And now it's my turn at the controls again. They let me drive the locomotive onto the turntable and on into the shed, all by myself. Well, almost. Darf ich dir noch ein wirklich schönes Detail zeigen? Sofort. Siehst du diese Stempelung hier? Ja. Die hat der Mechaniker vor 149 Jahren von Hand eingeschlagen. Aber absolut originales Teil. Das heißt, dieses Teil, was so ständig in Bewegung und in Belastung ist, das ist noch original von damals. Also die glänzenden Teile ja. Sind alles noch Originalteile. Okay. Hat es dir auch ein bisschen Spaß gemacht? Mir hat es total viel Spaß gemacht. Ja? Du bist ein bisschen selber Dampflok fahren. Ja, ja, macht doch Spaß. Macht was? Spaß. Ist ja. Ganz einfach, oder? Ja, ja. Was würdest du denn sagen? Wie habe ich mich denn heute geschlagen? Ja, du hast das sehr gut im Griff gehabt. Du bist ja selber gefahren, also ich kann dir fast dein Diplom ausstellen. Vielen Dank.
I really had a great day here at the Rigi Railway. I mean, seeing this nearly 150-year-old locomotive doing this job up the mountain, down the mountain, with all the steam and dirt. I mean, look at my hands. But it was really great fun. And I never thought that I would be able to drive this thing nearly all on my own. And the view up there, I mean, that was really great. And what about you? Would you like to drive this locomotive? Leave it in the comments. And don't forget to subscribe. You want to see more scenic train rides in Europe? Check out these videos.